Was geht ab, YouTube? Pascal zu Bodybuilding. In the building. Willkommen im neuen Video. Es ist Montag. 16:17 ist es, genau 17 Uhr. Heute war schon ein langer Tag. Ich war heute in der Uni tatsächlich. Aber um für mein Football-Team ein bisschen neue Recruits anzusprechen. Kennt ihr das so Klinkenputzen? So, hey, Brudi, hast Bock auf Football? Da war erst die Tag, wisst ihr. Ich habe auch irgendwann mal angefangen zu studieren, aber am ersten Tag habe ich mich so gottlos besoffen und in Lüneburg in der Ilmenau gebadet, Bruder. Dachte so, ich muss alles mitmachen, damit ich akzeptiert werde, weil ich hatte ja Uni nicht so. Ich dachte, das funktioniert so. Es ist Montag, wir sind in Woche 2 von Rise and Grind 3.0. Letzte Woche lief ja blendend, ohne Spaß. Ich hatte am letzten Freitag einen Termin bei meinem Physio und der hat mich wirklich versorgt mit Wissen darüber, wie wir meine Schwachstellen noch besser jetzt in den Griff kriegen. Machen wir nochmal einen Booster hier nebenbei. Stay ahead in this picture. Hey Leute, Pascal Souf vom Ende des Videos hier am Anfang des Videos. Denn wie immer habe ich vergessen, nach einem Like zu fragen. Kommentier mir unbedingt die Form deines Briefkastens und Kilo für Kilo Wear. Die solche coolen Shorts machen wie diese hier oder coole T-Shirts. Wir scheppern gerade einen Late Summer Sale, ja. Sommerschlussverkauf. 20% Rabatt noch die ganze Woche. Shoppt euch euer neues Outfit. Und jetzt viel Spaß bei dem Video. Drink, Serp, like, slick, huh? Also ich muss ehrlich sagen, Leute, diese Fokus-Matrix in dem Ding, ne, die hat mich echt überzeugt. Ich meine, um mal Pre-Workouts einzuordnen für euch, sind Spaß-Supplements, bin ich ganz ehrlich. Eure Leistung, ich finde, man kann nicht belastbar davon sprechen, dass eine Leistungssteigerung dadurch direkt möglich ist, ja. Indirekt ist immer alles möglich. Aber bei dem Crank Ultimate hier haben die halt insbesondere diese Fokus-Matrix mit Koffein und all so ein Bums ein bisschen optimiert. Und deshalb scheppe ich mir den ganz gerne rein. Auch so als kleines Ritual, ne. Du trinkst den und dann kriegt der Körper so die Message. Go! Ich versuche immer so viele Trainingsniveaus wie möglich mit den Videos abzuholen. Also für alle, die neu im Gym sind, die sich nicht so auskennen, die sehen, alle Influencer ballern sich immer Pre-Workouts. Die machen das aus Routine häufig und vielleicht für pumpfördernde Wirkstoffe, weil für die macht das tatsächlich auch Sinn, dass da Citrullin drin ist und sowas, einen besseren Pump. Als Powerlifter ist das ziemlich irrelevant für dich, sogar eher ungewünscht. Aber ja, was soll ich sagen, ne? Supplement Sponsorings oder Provisionsbeteiligung, so wie ich sie bei ESN habe. Ihr habt ja vielleicht mein Video gesehen, wo ich auf meine Finanzen eingegangen bin und wie ich überhaupt Geld verdiene mit YouTube. Ihr seht, das ist ein sehr gutes Einkommen für mich. Ich habe mich nur dazu entschlossen, euch trotz dessen einen Quatsch zu erzählen, à la man muss die jetzt haben oder ohne die geht's nicht. Kann man nutzen, muss man nicht, braucht man nicht. Und wenn ihr Spaß ausprobieren wollt, dann bei ESN spart ihr mir den besten Rabatt mit dem Code YB. Und ihr supportet mich mit der Arbeit, die ich mir hier mache. So, um zurück zum Physio zu kommen. Wir haben ja jetzt die letzten 8 Wochen oder so jeden Freitag zusammengearbeitet und daran gearbeitet, hauptsächlich in den einzelnen Sessions, dass ich die neuronale Kontrolle, wir hatten ja über Motor Units gesprochen und darüber, wie das Ansteuern von Muskeln oder Muskelpartien oder Bewegungen, das lässt sich vielleicht leichter verstehen, im Gehirn funktioniert. Ich meine, du kannst dir ja ziemlich genau vorstellen, ne? Beweg den Finger, dann bewegst du jetzt den Finger. Was passiert ist, du hast ja hier so einen motorischen Kortex im Gehirn und da ist dein Finger repräsentiert und da fühlt er und steuert Bewegungen an und all so ein Bums. Das kannst du dir vorstellen, für deinen unteren Rücken, den Bereich, der bei mir ja sehr im Hohlkreuz ist, ist das jetzt nicht sonderlich differenziert ausgeprägt. Ne? Also die wenigsten können halt bewusst diesen Bereich kontrollieren in der Bewegung. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm für euch, Leute. Aber wenn du 300 Kilo Kniebeugen machst oder mehr oder weniger, ist es schon besser, jeden Bereich so ein bisschen kontrollieren zu können. Und das ist ein Teil, den wir eigentlich im Bracing zum Beispiel übernehmen. Und wir haben das halt in den einzelnen Einheiten wirklich nochmal aufgearbeitet, weil das bei mir halt wirklich eine Schwachstelle war, die scheinbar alle Probleme in meinem unteren Rücken gesorgt haben, die ich über die Jahre hatte. Weil das Problem ist ja nicht neu gewesen. Ne? Es war halt nur noch nie so schlimm wie letztes Jahr. Und das wurde auch sehr schnell sehr deutlich in den Physio-Einheiten. Es gab ein paar Sachen, in denen war ich halt wirklich unterdurchschnittlich schlecht. Oder sagt man überdurchschnittlich schlecht? Ich war unterdurchschnittlich darin. Also für jemanden, der 300 Kilo Kniebeugen kann und 330 heben oder so, hatte ich wirklich eine bodenlos schlechte Kontrolle über meine Bewegung in der Hüfte. Ne? Das haben wir jetzt ausgebessert. Ein weiterer Flaschenhals, den wir weiten konnten, sodass mehr Flüssigkeit hindurchkommt beim Trinken. Warum erzähle ich das alles? Weil wir das natürlich jetzt in Übungen und Routinen überführen, die mir auf lange Sicht helfen sollen. Und das passiert ja jetzt seit letzter Woche, weswegen ich auch diese Videos mache, um darauf einzugehen. Und ich habe jetzt ein spezielles Warm-up bekommen, so als Priming-Warm-up, was ich mache, bevor wir schwere Gewichte bewegen, ja, um weiterhin auch diesen Bereich repräsentiert im Gehirn zu halten und wirklich bewusst Ansteuerung, die Beine bewusst nach außen zu bekommen, ohne dabei in Hohlkreuz zu fallen, sondern diesen Hip-Tilt, eine neutralere Wirbelsäule, also das Gegenteil von Hochkrüppeln sozusagen, einzuhalten und besser umsetzen zu können. Ja, und die zeige ich euch jetzt. Stay ahead in the picture. Drake surf like a slicker. Street life, yeah, we catching up the boss. Quick off, stick off. Some heat, I just might tame the streets. I do not need the streets, cause nigga, I be the streets. It's so sad, cause my mother bad bitch don't know how to act. Don't worry about that, I gotta feed the streets. 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 They take it, we see that it's scholarship and run them all. Players and the mayor.
So Leute, das wilde Gehüpfe wie die jungen Hühner da habe ich jetzt hinter mir. Und jetzt machen wir dieses spezielle Warm-up, von dem ich gesprochen habe. Side Plank, Clamshell, 5x5 Sekunden Holds. Eine Linie bilden zwischen Hüfte, Schulter zu den Fußgelenken. Was er jetzt von mir will, ist, dass ich nicht wie gewohnt hier vorkomme, sondern dass ich wirklich in der Position jetzt einen Plank einnehme, das Bein heben, 5 Sekunden halten. Let's go. Das ist wirklich anstrengend für mich, das ist brutal. Ich kann 300 Kilo Knie beugen, wenn ich hier bei diesen kleinen Übungen ordentlich den Glut benutze. Ihr müsst euch vorstellen, selbst bei solchen Übungen hat häufig irgendeine andere Muskulatur übernommen. Ihr wisst ja, ich meine, wer mich schon länger verfolgt, der weiß die alten Videos, wie ich gestorben bin bei Side-Planks. Und wie ich euch gesagt habe, die machen wir eh nicht, die skippen wir mal. Ich meine, ich habe mich auf eine leicht ignorante Art darauf lustig gemacht, darüber, was mich jetzt auch einholt. Aber ihr müsst euch so vorstellen, es ist immer so im Leben. Ja? Du kannst halt, umso älter du wirst, immer nur noch gewisse Boxen checken. Du kannst dich mal alle checken. Und da muss man manchmal das nehmen, was auf dem Tisch liegt, anstelle den langen Weg. Ist dumm, Leute? Ja? Wenn ihr zum Beispiel mit meinem Trainingsprogramm, zum Beispiel Rise to Ride 3.0 trainiert, habt ihr jetzt auch als erste Übung diese Hip Cars drin, die ja auch so ein bisschen die Ansteuerung der Hüfte verbessern und den gesamten Bewegungsablauf so ein bisschen einteilen. Und ihr einzelne Schwachstellen erkennen könnt. Wenn ihr also merkt, eure Ausrotation ist auch so ultra scheiße wie meine oder Innenrotation, macht es vielleicht Sinn, schon früher da ein bisschen was für zu machen. Ne? Das habe ich ja schlussendlich jetzt in Rise Run 3.0 auch umgesetzt, weil wir da ja Übungen extra dafür eingetan haben. Ne? In 3 Tage oder auch in der 4-Tage-Version gibt es ja die Kabel-Ausrotations-Drills und all so ein Bums, sodass ihr gar nicht erst in die Situation kommt. Ja? Wenn ihr stark werdet über Zeit, habt ihr hoffentlich schon was für diese Schwachstellen gemacht. Jetzt müsst ihr aber, muss man aber auch sagen, Leute, ich wurde seit 7 Jahren gecoacht. Und ich habe natürlich auch immer so ein bisschen die Verantwortung darin in meinen Coaches gesehen. Man muss aber sagen, das sage ich jetzt einfach, juckt mich nicht. Die Szene der Powerlifting-Coaches ist brutal aufgeblasen mit einer großen Diskrepanz von das kann ich, dafür buchst du mich bitte für 200 Euro, zu was sie wirklich können. Die meisten haben keinen Plan. Um Powerlifting zu coachen, ist das leichteste der Erde. Und ich will da jetzt auch nicht immer drauf haten und so. Ne? Ich will nicht immer irgendwie die Coaches an den Pranger stellen. Aber die meisten sind scheiße. Bro, wir haben so viele gute deutsche Lifter, auch jetzt gerade wieder, die nichts geschissen kriegen. Und sind dauernd verletzt. Fällt's nicht auf, Leute? Ich würde mir wünschen, dass mehr Powerlifter auch schon früh genug erkennen, auf Experten zu setzen. Als ich meine Patellaspitzensyndrom-Symptomatik hatte, habe ich mich auch an Jonas Gries gewandt. Der ist kein Powerlifter, Leute. Aber ich habe auch ganz bewusst nicht nach Powerliftern geschaut, um diese super spezifische, schwere Erkrankung zu lösen für mich und zu verbessern, Mann. Jetzt no front, aber was weiß ein Powerlifter darüber? Und ich weiß, es ist jetzt Boxdenken und auch ein bisschen zu kurz gedacht, ne? Weil du musst immer das Individuum angucken. Aber die meisten Powerlifter-Coaches, die ihr in Deutschland kennt, haben keinerlei Ausbildung. Und die müssen auch keine besondere Powerlifting-Ausbildung haben. Es wird ja reichen, irgendeine Ausbildung an Anatomie oder irgendwas zu haben. Ey, egal, Bro. Okay, Leute, die Übung hatte ich euch auf Instagram ja schon mal ein bisschen detaillierter gezeigt. Also folgt mir auf Instagram. Und da zeige ich mein Training eigentlich immer und sage dann auch immer ein bisschen was noch mehr dazu als ein Video auf YouTube. Schaut mal, ich will jetzt gleich hier das Gewicht halten. Das Bein soll hier raus. Und dann will ich hier in den Stretch der Hüfte rein. Ja? Und ich stelle mir hier immer den Stuhl hin, um mich zu erinnern, als externen Reiz, ja, dass ich mein Bein dahin bewegen will, zum Stuhl. Ja? Ich versuche den Stuhl zu berühren und zu erreichen. Wenn man das nämlich nicht macht, fällt man schnell vielleicht mal in so eine... Ihr kennt das. Wenn ihr versucht, was zu erreichen, strengt ihr euch ein bisschen mehr an. Ja? Macht euch solche... Versucht nicht einfach nur, ich versuche noch mehr, sondern nehmt euch einen kleinen externen Reiz, den ihr auch ein bisschen überprüfen könnt. Vielleicht komme ich da irgendwann hin, ist ja so. Und das ist halt die Idee. Du könntest ja auch Gummiband spannen und halt versuchen, den Druck gegen das Gummiband dort zu halten. Für mich ist das ja aber eine viel simplere Methode. Ja? Also ich halte jetzt hier das Gewicht runter. Was ich nicht will, ist mich hier so eindrehen, wie ich es auf Instagram jetzt gemacht habe, sondern wirklich gerade bleiben. Und dann knallen wir jetzt hier für 5 Sekunden. Boah, ich drück den Stuhl weg, Digga. Fuck den Stuhl, Bro. Gut. Let's go again. Let's do it here again, Bro. Ihr wisst ja, dass ich hier auch die Cousin-Squats lange gemacht habe.
die eine dynamische Bewegung sind und in eine ähnliche Richtung gehen. Die erzeugen aber nicht mal annähernd diesen Stretch. Ne? Ist auch nice, aber das ist wirklich Endlevel. Oh! Geil, Digga, letzter Turm. Wer den verliert, Digga. Luca, du hast gerade einen Trainingsplan bei mir gekauft für 80 Euro. Das muss Rise of Rise sein. Du willst auch so trainieren wie ich, ja? Du willst auch so stark werden, hä? Luca ist, wenn du mit einer Einstellung des Programms mit irgendwas nicht klarkommst, ne? Halle at Showboy auf Instagram oder per E-Mail. Einfach. Bevor wir jetzt die dritte Übung machen, will ich euch da auch nochmal danken, ja? Die Bewertungen, die ich auch immer bekomme für die Trainingsprogramme auf der Website, sind wirklich phänomenal und ich lösche keine oder so, ja? Die sind wirklich nicht manipuliert oder so. Ihr habt wirklich immer gutes Feedback und alle trainieren glücklich mit den Programmen, Mann. Das macht mich einfach extrem glücklich, Mann. Also es gibt mir wirklich so ein halb schon, ich will es jetzt nicht überdramatisieren, aber wie so ein Sinn im Leben, weißt? Wenigstens das kann man so, weißt? So Leute, die letzte Übung kennt ihr ja schon, und zwar ist es diese hier in der Plank-Position. Die Hüfte ein bisschen gekippt halten, der Erbs anspannt, ein Bein kommt raus, ne? Und jetzt heben wir das. 3. Oh, bin ich heute auch wieder freigängig, Mann. Ohne Scheiß, ich kenne das nicht. Ach, komm, wie leicht das funktioniert. So, hier mache ich einmal 212 Reps pro Seite. Müsst ihr das nämlich so vorstellen, so wie ich es jetzt mache, ist sie wirklich nur als Priming-Übung da. Ja? Also soll mich daran erinnern, an einer anderen Stelle im Training, an anderen Trainingstagen später, mache ich diese Übung auch als Progressionsübung. Also ich mache die dann wirklich, gebe mir Mühe dafür, besser zu werden. Jetzt geht es darum zu prime und zu sagen, hey, du willst vielleicht schwer liften. Hier ist das Bewegungsmuster, was wir halten wollen, was den Bereich des unteren Rücken angeht. Und das setzt du bitte um. Und all das dauert nicht lange. Ihr habt gesehen, die Side-Planks waren 5x5 Sekunden halten pro Seite. Das sind aufgerundet vielleicht 40 Sekunden pro Seite. Diese Hip-Öffner gerade, selbes Prinzip, sind wir bei 2 Minuten, 2 Minuten 30. Und die ihr hier macht, die mache ich ja gerade live nebenher. Also das ist auch nichts am Ende, ja. Es dauert also keine 4 Minuten, Mann. So Leute, fertig mit der Vorbereitung. Wir springen jetzt mal direkt zum Topsatz. Jetzt steht Kniebeugen auf dem Plan. Wir machen 6 Reps heute. Ist das Ganze in halben Reps in Reserve schwerer als letzte Woche. Letzte Woche haben wir 220 gemacht und die waren sehr gut. Ich schiele so ein bisschen auf 230. Ich mache jetzt Warm-up und dann gucken wir mal. So Leute, ich habe mich jetzt für den Mittelweg entschieden. Bin ein bisschen ermüdet, Leute. Eventuell, weil ich mir Samstag beim Geburtstag von meinen Nachbarn 1:4 reingelötet habe und nicht so viel geschlafen habe. Aber es gibt ja auch bekanntlich Power, oder? Naja Leute, macht es nicht nach. Wir machen 225. So wie Rise to Grind designt ist, ist es ja auch so, dass die ersten beiden Wochen, also in denen ich ja gerade bin, ja auch etwas leichtere Intro-Wochen sein sollen und dann die Reps to Reserve höher fallen in Woche 3 und 4, dass du dir vielleicht ein bisschen Luft lässt, ja, und genau auf sowas zu reagieren. Let's go. Ich habe übrigens den krankesten Drop hier bei Jump the Fuck Up. Die 225 war genau die richtige Wahl, die waren auch gut zu einer Representative 3. Das war eigentlich ziemlich optimal gewählt, denn ich habe auch gemerkt, dass da doch schon schneller die Fatigue so im Satz auftaucht. So die letzten Reps waren dann schon echt. Es wäre dann schnell bergab gegangen mit den, hätte ich jetzt einen 9er versucht, 9 Reps, ja. Aber da haben wir ja ganz gut reagiert und das Reps to Reserve System dann auch ganz effektiv heute ausgenutzt. Polen wären heute 225 bis 230, also 5 Kilo mehr als letzte Woche sowieso nur. Das haben wir ja dann am unteren Ende, wie letzte Woche auch am unteren Ende, abtritt. Ich habe mein Backoff jetzt allerdings ein bisschen niedriger gesetzt und das ist so ein typisches Ding, Rise and Grind. Und viele andere Trainingsprogramme sind halt auf Intermediates ausgelegt, also so den besseren Lifter, aber nicht den Elite-Lifter. Elite-Lifter brauchen in der Regel individuelles Coaching, ja. Und ich beuge nun mal ungefähr 300, mache auf diese 6er 230 und der normale Threshold jetzt, oder 225, wären jetzt nur 10 runter, also auf 210, 212. Ich muss aber sagen, wenn ich damit noch 2x6 mache, sterbe ich.
Und dafür ist es halt einfach zu früh in diesem Trainingsblock. Für Athleten, die jetzt, sagen wir mal, deinen Max ist 200 oder so, wird dieser Threshold gut funktionieren. Aber umso stärker du wirst, desto größer sollten diese Thresholds werden für die Backoff-Sätze. Die Backoff-Sätze dürfen einfach dann nicht mehr so schwer sein, ne? Weil du halt schon Ermüdung angehäuft hast, deine Technik wird vielleicht weniger effizient, die Ansteuerung. Ich merke zum Beispiel meine Hamstrings schon so ein bisschen, die krampfen leicht. Und das ist sehr ungewöhnlich. Ich glaube, es liegt daran, dass die letzten Tage so heiß war. Ich habe wahrscheinlich nicht genug getrunken. Also eine Kleinigkeit, ne, auf die achtest du dann. Oder ich muss echt von einem besonderen Schlag Mensch sein. So dieser Dummkopfschlag. Oder vielleicht der, der zu viele Schläge auf den Kopf bekommen hat als Kind. Bei der ersten Rap habe ich einfach das Gewicht so ein bisschen schräg auf den Rücken gehabt. Kennt ihr das? Passiert manchmal. Ich hatte aber keinen Bock gehabt, nochmal einzuracken, wieder rauszulaufen. Deswegen habe ich nach der ersten Rap einfach so einen halben Jump-Squat gemacht mit 200 Kilo und mir das Gewicht so ein bisschen weiter nach rechts geworfen. Peak Intelligenz, Bruder. Cut it in half. So Leute, es ist Zeit, den Kabuff zu verlassen. Training ist durch. Und ja Leute, ich bin auf jeden Fall ein bisschen zu ehrgeizig gerade. Das weiß ich auch von mir selbst. Und das ist ja auch ein bekanntes Problem aus der Vergangenheit. Ich habe halt einfach Bock, wisst ihr. Es fällt mir halt eher schwer, mich zu regulieren, ruhiger zu machen. Und im Kniebeugen ziehe ich schon ganz schön an. Ansonsten läuft es halt super, Leute. Also ich kann immer noch nicht genug stressen. Wie unfassbar gut das immer wieder tut, aus so Verletzungsphasen rauszukommen. Dafür gearbeitet zu haben, dass es besser wird. Und diese Arbeit zahlt sich aus. Und für richtige Athleten, sofern man Powerlifter als Athleten bezeichnen will, aber ich spiele auch Football, das ist was anderes. Einige von euch sind vielleicht gerade jung und die kommen mit viel weg. Und die wollen das nicht hören, die kennen sich damit nicht aus, die juckt es nicht. Aber das ist wirklich ein Skill, in solchen Situationen kühlen Kopf bewahren zu können und wirklich darauf zu vertrauen, diesen Prozess am Laufen zu halten und das zu machen, was notwendig ist, um wieder gesund zu werden und nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Ja, ich sehe das auch bei so vielen von meinen Footballkollegen, die verletzen sich, die machen gar nichts, warten, bis sie wieder gesund sind. Rudi, du musst aktiv für deine Gesundheit was tun. Und ich weiß, ihr wollt das nicht hören, wenn ihr jung seid, ja? Ich wollte das früher auch nicht hören, sei ich ganz ehrlich. Aber glücklicherweise habe ich immer das, meine Hausaufgaben gemacht. Immer zu. Und das ist ein Skill, den ihr im Leben verdammt nochmal gebrauchen könnt, Mann. Ja? Und wie gesagt, wenn du jung bist, ich kann es nicht häufig genug sagen, Mann, juckt sie halt nicht so doll, weil du bist ein bisschen ein Schlagwahr. Du denkst, du kannst die Welt umarmen, aber werd mal ein bisschen älter, diese Dinge werden nicht besser, ja. Und das ist im Job, im Leben generell einfach auch immer dasselbe. Es werden immer wieder Hürden kommen und du musst lernen, über die rüber zu springen. Weil wenn du den Kopf in den Sand steckst und aufgibst, Bruder, niemand kommt für dich. Niemand kommt für dich. Ihr seid vielleicht gewohnt, Mama und Papa zu haben, die euch immer wieder aus der Scheiße ziehen, ja? Guess what? Ich hatte nie Mama und Papa, die mich aus der Scheiße gezogen haben. Im Gegenteil. Und du wirst irgendwann lernen, auf deinen eigenen Füßen stehen zu müssen. Eine verantwortungsbewusste Person zuallererst gegenüber dir selbst zu sein. Denn nur wenn du das gegenüber dir selbst bist, kannst du das auch gegenüber anderen sein. Und auch gegenüber, wie in meinem Fall, meinen Kindern zum Beispiel, ja? Und darüber bin ich so dankbar, das früh gelernt zu haben, das in den Sport auch übertragen zu können. Aber viel wichtiger halt auch aufs Unternehmertum und all das, was ich sonst außerhalb des Gyms mache. Denn da spielt es eine viel größere Rolle. Und ja, es soll jetzt hier auch nicht zu corny und zu cheesy werden, aber ich glaube, genau das mögt ihr ja häufig in den Videos. Kennt ihr das, wenn ihr vergesst, habe ich gedreht, der Schlüssel gedreht oder nicht? Und dann fahre ich so nach Hause und habe ich den umgedreht, Digga? Hab ich? Fuck. Scheiß ADS. Freue mich, wenn ihr mir wie immer eure Kommentare in die Kommentarbox schreibt, ja. Ihr habt mir ja heute geschrieben, letztes Mal geschrieben, was für ein Auto ihr fahrt, wenn ihr ein Auto fahrt. Diesmal würde mich wirklich interessieren, welche Form euer Briefkasten hat. Ist der viereckig? Ist der rund? Ist der so geformt? So ist nämlich unser. Wo du oben was reintust und dann ist das wie so ein dicker Bauch geformt. Oder ist es so geformt, wie der, auf dem ihr gerade steht? So eine möglichst detaillierte Beschreibung würde mich sehr freuen. Das hier ist übrigens ein Wildschwein, ne? Was habt ihr zuerst gesehen? Wenn ihr sagt, ein Wal, ne? Dann seid ihr in eurer Kindheit echt nicht gut behandelt worden, Mann. Naja, das Dumme an dem ist, da läuft einfach Wasser rein. Da unten drin ist immer nass. Also schickt mir keine Post hier an diese Adresse. Das ist meine Impressumadresse, weil ich sie eh nicht kriege. Und wenn ich sie kriege, kriege ich sie nass. Naja, Kinder, ich freue mich sehr darüber, dass ihr zugeschaut habt. Und dass wir gerade tatsächlich auch wieder so ein bisschen im YouTube-Grind sind. Ich Spaß dran habe, diese Vlogs zu machen, weil das, ihr wisst, dass ich das liebe. Das gibt mir richtig viel. Und ich hatte einfach keinen Bock, bin ich ehrlich. Und jetzt, der Spaß kommt vielleicht wieder. Das hast du, checkt raus. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Peace, bro. Drop the mic.